Ja, hallo, willkommen zurück. So, heute machen wir mal einen Reichweitentest mit dem Scuba-Ringer in lang, auch in kurz. Und zwar auf 20 Meter. Mal sehen, wie das abschneidet. Diese Kartuschen sind 2 Wochen alt. Diese Kartuschen sind frisch. Ebenso wie diese hier. Wollen wir mal gucken. Wir fangen an mit dem Scuba kurz auf 20 Meter. Denke ich schon mal. Jetzt der Scuba mit 2 Wochen alten. Der ging auch. Und jetzt nehmen wir mal die neuen und frisch. Und das ging auch. Und weil heute Silvester ist, können wir das auch mal im Garten machen. Schauen wir uns mal an, was das so gebracht hat. Ja, die Pfeile sind alle futsch. Keiner mehr zu sehen. Alle weg. Selbst der Kleine, da hinten werden sie nicht durch sein. So, und weil wir ja mal wissen wollen, wie weit wir mit dem Scuba überhaupt kommen, gehen wir jetzt mal auf 38 Meter. Mal sehen, was er damit tut. Die Flugeigenschaften testen von den beiden Pfeilen. Einmal der kurze mit 29 Joule und einmal der normale mit 50. Gucken wir mal. So, erstmal der kurze. Der flog schon mal sehr schön. Und dann der lange mit mehr Power. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die wieder finden. Der Ball drin, selbst im Holz kann ich sie nicht sehen. Okay, sind beide drin in der Matte. Der zweite war ein bisschen härter, wie man gehört hat. Der ging sogar ins Holz. Aber auf jeden Fall fliegen sie beide sehr gut. Ja, damit würde ich sagen, frohes neues Jahr und alles Gute. Tschüss. Ja, und dann mal mein Fazit. Also der kleine Scuba-Ringer in kurz mit 29 Joule, der ist wirklich gut für 20 Meter. Da fliegt das Ding wirklich gut, obwohl so eine minimale
kleiner Pfeil ist. Aber das schafft er. Darüber hinaus hat man gesehen, wenn es ein bisschen weiter geht, lässt er ihn doch. Der Drop ist ziemlich groß. Der Lange, der schafft sogar 38 Meter. Und da kann man ziemlich sicher sein, dass man auf dem Weg alles trifft, was man so weit will. Muss man natürlich ein bisschen üben. Aber das klappt dann schon. Und deswegen wünsche ich viel Erfolg damit und auch viel Spaß. Tschüss.